Eine schwere Dürre in Sizilien hat den einzigen natürlichen See der Mittelmeerinsel fast austrocknen lassen. Der See ist seit langem eine wichtige Raststätte für Zugvögel zwischen Afrika und Europa. Sizilien leidet seit Monaten unter unterdurchschnittlichen Niederschlägen. Die italienische Regierung hat wegen der Krise, die Ernten verwüstet und Weiden ausgetrocknet hat, den Notstand ausgerufen. Der Pergusasee, Teil eines Naturschutzgebietes nahe der zentralen sizilianischen Stadt Enna, ist aufgrund einer tödlichen Mischung aus heißem Wetter und wenig Regen dramatisch geschrumpft, sagen Umweltschützer und Schützerinnen. Der See ist nicht mehr da. Das sichtbare Wasser ist vollständig verschwunden, abgesehen von dieser Pfütze, sagt Giuseppe Maria Amato von der Umweltschutzgruppe Legambiente und zeigt auf die Wasserlacke. Den See als solches gibt es nicht mehr. Sizilien kämpft seit langem mit den hohen Temperaturen, die durch den Klimawandel verursacht werden. 2021 wird ein europäischer Hitzerekord von 48,8 Grad Celsius aufgestellt. In mehreren Städten wird die Wasserzufuhr rationiert. Dürrekrisen haben in den letzten Jahren auch andere Teile Europas getroffen, darunter Frankreich und Spanien. Besonders betroffen ist jedoch die Mittelmeerregion, wo die Durchschnittstemperatur jetzt 1,5 Grad höher ist als noch vor 150 Jahren. Ovviamente il lago Pergusa è un indicatore di quello che sta soffrendo la Sicilia come cambiamento climatico. Sapevamo e l'avevamo detto, questo sarà il primo posto. Der Pergusasee ist ein Indikator dafür, was Sizilien aufgrund des Klimawandels erleidet, sagt Amato und fügt hinzu, dass mangelnde Instandhaltung und ein schlechtes Abwassersystem die Notlage verschärfen. Die Oberfläche des Sees umfasst normalerweise 1,8 Quadratkilometer und hat keine Zu- oder Abflüsse. In Ovids Metamorphosen wird er als ein Ort der Schönheit und des ewigen Frühlings beschrieben. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen befürchten, dass die Dürre die Biodiversität rund um den See dauerhaft schädigen könnte. Neben den Zugvögeln leben dort auch Fische, Mollusken und Mikroinvertebraten. Stagionali che per ora ci indicano purtroppo una tendenza ad avere anche nel mese di settembre. Ein völliges Austrocknen und das Ausbleiben der Wassererneuerung im Herbst wären wirklich katastrophal. Wir müssen anerkennen, dass der Klimawandel Auswirkungen hat. Er beginnt irreversiblen Schaden zu verursachen. So der Klimaspezialist Luigi Passotti.